Guten Tag, Frau Lauri. Guten Tag. Herzlich willkommen auch von unserer Seite an der Schule. Vielen Dank. Wie gefällt es Ihnen denn bis jetzt? Ja, prima gefällt es mir bisher. Sehr nette Schüler, sehr nettes Kollegium. Doch insgesamt einen sehr guten Start gehabt. Schön. Frau Lauri, damit wir Sie ein bisschen besser kennenlernen, haben wir uns ein paar Fragen überlegt, die ich Ihnen jetzt gerne stellen würde. Sind Sie bereit? Bereit. Gut, die erste Frage. Was müssen wir unbedingt über Sie wissen? Also ich habe in Freiburg studiert, Deutsch und Geschichte eigentlich, unterrichte hier hauptsächlich Deutsch und noch ein bisschen ITG nebenbei. Bin 29 Jahre alt und noch unverheiratet, habe auch noch keine Kinder. Wohne nach wie vor in Freiburg und pendel eben regelmäßig nach Laar. Ja, ich glaube, das wären so die wichtigsten Infos erstmal. Spannend. Gut. Frau Lobby, was ist denn Ihre schlimmste Erinnerung an Ihre eigene Schulzeit? Schlimme Erinnerungen an die Schulzeit, da gab es natürlich ein breites Spektrum von schlechten Noten, die man nach Hause gebracht hat, über Ärger, den man mit Freunden hatte oder auch mit Lehrern. Und alles in allem, würde ich sagen, war diese ganze Schulzeit, gerade auch während der Pubertät, schon immer ganz spannend. Gerade emotional auch so ein großes Auf und Ab. Aber natürlich auch sehr intensiv in vielen Bereichen. Das hört sich ja nach einer Schulzeit an, zu der wir alle in Bezug haben, vor allem die schlechten Noten. Gut. Und die guten Zeiten? Okay. Ja, die beste Erinnerung an die Schulzeit ist sicherlich, oder mit einer der besten Erinnerungen an die Schulzeit ist sicherlich die Abi-Feier. Wenn man dann alles hinter sich hatte und es einfach nur noch genießen konnte, dass man jetzt die Schulzeit hinter sich gebracht hat und alles geschafft hat. Tja, wenn aber die Abi-Feier das Schönste an Ihrer Schulzeit war, dann ist aber ein kleiner Widerspruch, dass Sie zur Schule zurückgekehrt sind jetzt, oder? Aber den Widerspruch sollen die Schüler selber mit Ihnen klären im Unterricht. Jetzt die nächste Frage, was ist denn Ihr Lieblingswitz? So, mein Lieblingswitz, ja, da müsste ich glaube ich erst noch mal eine Weile überlegen, aber die Schüler können mich ja dann gerne im Unterricht auch fragen. Gut, vielen Dank Frau Lauby für das Interview, für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Wir wünschen Ihnen im Namen der ganzen Schulgemeinschaft einen guten Start und eine gute Zeit hier bei uns. Fühlen Sie sich wohl, viel Freude. Vielen Dank.